Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars und heute mit ein paar Updates auf Ferrox.net. Da sieht man das schon. Und zwar ist jetzt in Bed Wars die Shop GUI und nicht mehr der Villager Shop vorhanden. Warum? Die meisten, die ich gefragt habe, wollten einfach die Shop GUI und man muss sich auch nur dran gewöhnen und dann kann man mit der Shop GUI ganz gut spielen. Noch dazu haben wir ein paar Bugfixes gemacht und zwar können Spectator jetzt nicht mehr Blöcke, also die Spieler blockieren beim Bauen oder Items aufsammeln. Man kann auch nicht mehr fliegen, wenn man eine Runde per Slash Home oder einfach nur mit Slash Hub verlässt. Man kann sich mit Enderperlen nicht mehr aus der Map porten und mit Rettungsplattformen kann man sich nicht mehr über die Maps decken. Man kann auch nicht mehr im Bett schlafen, um den Spawnpoint auf der Map zu setzen. Außerdem kann man die Betten nicht mehr setzen, wenn sie gedroppt wurden. Das war auch ein Bug, den eigentlich sehr wenige herausgefunden haben, dass wenn ein Bett abgebaut wurde, dann hat man es ja im Inventar und dann konnte man es noch setzen. Das haben die wenigsten herausgefunden und auch die wenigsten gemacht, zum Glück. Aber dieser Bug ist jetzt gefixt. Außerdem kann man sich keine Kills mehr holen, wenn man in Bed Wars ist und man kann sich auch nicht aus den Bed Wars Maps heraus in sein Zuhause auf Vanilla PvP porten. Außerdem haben wir eine Beat the Community Map für LuxToy HD. Das ist eine 2x5er Map, falls Beat the Community mal auf unserem Server stattfindet. Und eine 48er Bed Wars Map, also 4x12 für größere Gruppen, da wir ja letztens gesehen haben, dass auch größere Gruppen gerne mal auf dem Server spielen. In den nächsten Tagen werden auch noch Bed Wars Maps hinzukommen. Ich schätze mal so um die 3. Und ja, außerdem neu ist die FFA Map Fallen Paradise. Die haben wir selber gebaut und die ist sehr groß und wartet nur darauf, von euch erkundet zu werden. Also, falls ihr die neuen Updates auf Ferrox mal selber erleben wollt, es gibt noch viele, viele mehr, dann connectet doch einfach mal auf ferrox.net und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit der Bed Wars Folge. Viel Spaß. Die darf ich nicht verschießen. Ich muss mir wieder Pfeile holen. Zack, Pfeile. Wow, 11 Pfeile. Okay, okay, okay. Wir müssen jetzt richtig, richtig aufpassen. Warte mal, können wir uns eine Rettungsplattform gönnen? Nö. Jetzt müssen wir aufpassen, dass er unser Bett nicht holt. Demnächst werde ich übrigens auch den Damage Indicator auf dem Server ausschalten, weil das hat mittlerweile jeder große Server gemacht. Und ich weiß auch warum, weil das ist extrem unfair den Spielern gegenüber, die den Damage Indicator nicht drin haben. Ich habe eine 1,11550 bla 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 HD. Das wurde jetzt mittlerweile auch geändert, dass da nicht nur 1,0, 2,0, 1,0, 1,0, 1,0 bei den Sets ist. Weil die ganzen Spieler, die halt nur auf wow, krasse Taktik, Jens. Super gemacht. Ja, jedenfalls die ganzen Spieler, die nur auf Sets gespielt haben, die haben sich natürlich beschwert, dass ihre Sets nicht richtig angezeigt werden, was ich ja verstehen kann. Und deswegen wurde das auch behoben. Und ja, wenn ihr Lust auf ferrox.net habt, dann einfach mal connecten. Die IP steht unten in der Videobeschreibung, der TS natürlich auch. Falls ihr Interesse daran habt, mal eine Website über den Server zu sehen, die Website ist mittlerweile offline, weil die einfach über meinen Server gelaufen ist und der Server hatte schon genug zu tun und deswegen konnte ich nicht noch zusätzlich eine Website, also eine Website-Server laufen lassen. Das wäre einfach zu viel gewesen für meinen Home-Server. Da laufen ja auch schon einige Dinge drauf und ja. Er hat auch einen Bogen. Ja, er hat einen Bogen. Okay, davon lassen wir uns aber nicht beeindrucken. Ach, das Bett könnt ihr übrigens auch nicht mehr setzen, das konnte man damals setzen und dann hatte man sein Bett wieder. Also man hatte es zwar nicht im, ja, also im Scoreboard wieder, aber man hatte das Bett halt wieder an seiner Position. Nein! Nein, nicht, nein! Scheiße! Jedenfalls wollte ich halt nur noch sagen, dass sich auch einiges im Shop geschaut hat, und da, im Shop getan hat, weil einige Items waren einfach zu teuer und so. Und ja, da musste ich natürlich ein bisschen entgegensetzen. Okay, ich brauche noch ein Eisen. Komm schon, ein Eisen. Ja, nice. Wie gesagt, auf das Plugin müsst ihr euch erstmal spezialisieren, also auf den Shop, weil den Shop mögen ja nicht alle. LOL, er hat verlassen? Ach nee, ist gestorben, okay. Okay, GG. Gestorben. Ja, das war's auf jeden Fall mit der Folge. Da seht ihr nochmal die Beat the Community Map für LuxToy HD, falls er hier mal aufnehmen will mit seiner Community und gegen eine andere Community. Da Double Island ist jetzt eine 4x12 Map und ja. Dann fügen wir auch noch die restlichen drei Maps, die wir in Planung haben, bald hinzu. Dann würde ich sagen, haut da rein bis zum nächsten Video. Spielt auf ferrox.net, kommt natürlich auch auf unserem TS, ferrox.net.9.0. Und dann würde ich mich freuen, wenn ich euch auf meinem TS und auf meinem Minecraft-Server mal besuchen könnte, sehen könnte. Ihr wisst, was ich meine. Haut da rein bis zum nächsten Video und ciao, nächstes Video wieder ein bisschen fröhlicher und mit mehr PvP-Skill. Und ja, dann würde ich sagen, haut da rein bis zum nächsten Video und tschüss.